Befummelt hier Michaela Schäfer, US-Bad-Boy-Rapper 50 Cent? Bei der Premierenparty von 50s neuem Kinofilm in Berlin geht die Schäferin scheinbar ganz rallig bei 50 auf Tuchfühlung. Da stellt sich bei den Bildern natürlich die Frage, wurde die deutsch-amerikanische Freundschaft noch auf dem Hotelzimmer vertieft? Ich wäre auf keinen Fall mitgegangen, hätte 50 Cent mir das angeboten. Also hätte er mir gesagt, komm, wir treffen uns in einer halben Stunde, Zimmer, was ich, 5, 4, 3. Nee, weil es bringt mir ja nichts. Also ich meine, ich kenne diesen Mann nicht und da hätte ich mich total nuttig gefühlt. Also ich, wie eine Ware, ja, erstens so reingewunken und dann, ja, ich will nicht nur für Sex. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Michaela ist nicht so billig zu haben, wie ihr oft zweifelhaftes Äußeres vermuten lässt. Respekt, Frau Schäfer. GZSZ-Star Jascha Rust hat zurzeit genügend Schäferstündchen im siebten Liebeshimmel. Er knutscht, busselt und beschlabbert nämlich Freundin Helene bei jeder Gelegenheit. Völlig liebestrunken hat der Mädchenschwarm jetzt sogar seinem Schatzi einen Urlaubstrip in ein erotisch warmes Wohlfühlparadies spendiert. Es war toll, wir hatten 30 Tage mal endlich unsere Ruhe und waren in Thailand, haben die Sonne genossen, während ihr schön frieren musstet. Das macht es nochmal doppelt so schön. Und ja, das war toll. Mit mieser Urlaubsstimmung mussten sich die Turteltöpfchen zum Glück nicht herumschlagen. Es hat alles gut geklappt und ja, klar, hin und wieder ist man so, dass man ein bisschen zickig wird, so, aber im Großen und Ganzen hat alles super geklappt. Hoffentlich bleibt dieses zarte Liebespflänzchen stark und kräftig und wird nicht vom nächsten Tropensturm verpustet. Schlank wie eine magere Thaisuppe zeigt sich zuletzt Iris Klein. Dank Dschungelcamp hat die Mama von Daniela Katzenberger ganze 10 Kilo abgespeckt. Und sind die Pfunde jetzt wieder auf der Katzenmodi drauf? Ja, ja, ja. Appetit ist immer noch da. Ich habe jetzt apropos gerade Hunger. Töchterchen Daniela weiß, warum die Mami schwuppsdiwupps nach dem RTL-Lästerlager wieder zu barocken Formen neigt. Meine Mutter hat im Dschungelcamp 10 Kilo abgenommen, was sich ja erstmal ganz toll anhört. Aber sie hatte, glaube ich, bereits im Hotel, wo sie aufgenommen wurde, 3 oder 4 wieder zugenommen. Allein nur, dass sie was ganz Normales getrunken hat. Also sie hat ganz normal Wasser getrunken, dann eine Cola, dann hat sie ein Toastbrot gegessen mit Nutella, dann waren die ersten 4 Kilo schon mal wieder drauf. Da bleibt der finanziell angeschlagenen Katzenmutter ein erneuter Aufenthalt im Dschungel nur zu wünschen. Körperlich als auch finanziell wäre das für die propere Pleite ihres sicher ein Volltreffer. Schönrund präsentiert sich endlich Fergie von den Black Eyed Peas. Versteckt sie doch zuletzt noch ihren Babybauch unter Agentenmänteln? Bei den Kids Choice Awards holt sie jetzt das zarte Babybäuchlein ans Licht der Weltöffentlichkeit. Das ist einfach top!